Willkommen zurück zu Prison Architect. Ich kämpfe hier noch ein bisschen rum. Zum einen mit dem warmen Wasser und zum anderen mit dieser Zelle, in die keiner einziehen möchte. Warum? Ich weiß es nicht. Wir haben hier das Problem, ein Häftling kann keine Zelle zugeteilt werden. Und ja, aber diese Zelle hat eigentlich alles, was so eine Zelle braucht. Wir haben sie hier markiert. Sie ist ein bisschen größer als die anderen. Das ist jetzt aber eigentlich nicht weiter dramatisch. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier die nächsten Zellen noch weiter füllen und dann müssen wir uns mal ein bisschen ums Saubermachen kümmern. Da sind wir auch schon in der Forschung mit dabei. Wir machen jetzt hier Objekte und dann bauen wir ein paar lustige Gefängnistüren ein. Also wir können das natürlich hier auf langsam weiterlaufen lassen. Da sollte jetzt eigentlich nichts Dramatisches passieren. So. Gefängniszellen. Dann brauchen wir wieder. Man könnte natürlich auch Etagenbetten machen, die sind ja auch. Wir machen erstmal Einzelzellen und dann machen wir aus der anderen da, aus der großen, machen wir dann eine Doppelzelle. Ha, das machen wir mal. Etagenbett. Müssen wir jetzt den hier abreißen. Und dann bauen wir hier ein Bett, dort ein Bett. Aber die Zellen sind so klein, das wäre dann schon nicht so nett, wenn wir dann hier auch noch Doppelzellen daraus machen. Das hätten wir. Und dann hätte ich hier gerne dann das Etagenbett. Dann brauchen wir noch Toilette. Gut, habe ich das ein bisschen anders gebaut. Tja, dann gibt es die Toilette halt direkt von der Wand. Hier habe ich zwei Betten hingebaut. Was habe ich denn da gemacht? So. Seltsam, seltsam. Und dann brauchen wir auch wieder Heizungen. Dann hier oben. Das Bett haben sie aber noch nicht weggerissen. Dann brauchen wir auf jeden Fall wieder Wasserversorgung. Ist, dass wir schon mal hier ein Rohr ziehen für warmes Wasser und dass wir für warmes Wasser hier ein Rohr ziehen. Dann setzen wir hin, sehr schön. Binden. Wunderbar, dann haben wir auch den nächsten Auftrag erfüllt. Und hier hätte ich dann gerne ein Etagenbett.
Etagenbett. Einfach mal zum Testen. Kommen dann auch drei neue Häftlinge dazu, weil die ersten Zellen schon fertig sind. Okay, das müsste dann soweit laufen. Oh, er baut da das große Rohr rein. Da bin ich mal gespannt. Versorgung. Ne, kaltes Wasser. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Verlegen, dann hätte ich gerne einen Putzraum. Kann ich schon einen Putzraum machen? Rezeption, Kabelexporte, Personal und Personalraum brauchen wir auch unbedingt. Müllraum. Büro, Gemeinschaftsraum brauchen wir auch unbedingt. Besucherraum brauchen wir unbedingt. Lagerraum brauchen wir unbedingt. Küche, Kantine, Einzelabflusssaal, Familienzelle. Ah, okay, da können wir dann Schlafsaal draus machen, deswegen... Okay, alles klar. Gut, okay, man braucht dann einen schmutzigen Schlafsaal. Möchte ich eigentlich erstmal nicht unbedingt machen, dann bauen wir das Etagenbett halt wieder ab. Beziehungsweise den können wir dann verkaufen. Stellen dann da wieder ein Bett hin. So, dann einmal in der Forschung. Reinigung ist genehmigt. Achso, das ist nur, dass wir den letzten Hausmeister haben. Okay, dann hätte ich gerne Hausmeister, aber Hausmeister ist schon mal eine super Sache, dann kann er hier mal ein bisschen sauber machen. Ich würde es aber eigentlich lieber die Häftlinge machen lassen. Dazu braucht man ja eigentlich einen Putzraum. Personalraum, Exporte, Kapelle. Da, Putzmittelschrank. Genau, sehr gut. Den brauchen wir auch. So viel zu tun. So viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Wir machen einen... Erstmal kümmern wir uns um unser Personal. Wir machen einen Personalraum. Und zwar gleich, wenn wir den Auftrag dazu haben. Mach mir ein bisschen schneller, bitte. Dass wir die Zellen hier fertig kriegen. Hier schon wieder kein warmes Wasser. Das ist doch nicht wahr. Weil dann der, ach, weil der oben noch nicht gebaut ist. Immer. Ich bräuchte gerade so ein bisschen, dass ich die warme Wasser hier angebracht habe. Das ist doch ganz schön fummelig. So, hier unten fehlt jetzt noch warmes Wasser. Fehlen da noch irgendwelche Rohre? Vielleicht. Hin. 15 Gefangene kriegen wir hin. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall auch Geld bekommen. Mit der Zelle. Achso, jetzt genau. Jetzt muss ich da das Bett wieder hinsetzen.
ein Bett, sondern ein richtiges Bett. So, stellen wir jetzt so hin. Das soll jetzt funktionieren, dann dass da mal einer rein kann. Verwahrungszelle brauchen wir gerade gar nicht. Da könnten wir eigentlich auch einen Schlafsaal rausmachen. Mal gucken. Der muss noch gebaut werden. Wunderbar. Dann hier auf Berichte. Dann Personalgesundheit. Bauen Sie einen Personalraum und lassen Sie mindestens 5 Wachen ohne zugeteilte Aufgaben. Da wir noch keine Aufgaben zuteilen können, ist das einfach. Sorgen Sie dafür, dass keiner Ihrer Angestellten erschöpft ist. Das ist natürlich nicht so einfach. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Wir bauen einen Personalraum. Wie groß muss denn so ein Personalraum mindestens sein? 4x4. 4x4. Wir machen... das andere muss auch mal 4 sein. Das heißt, wir gehen 5 in die Richtung. Und gehen einmal runter. Und bauen dann hier schon mal Türen rein. Oder erstmal eine Tür. Objekte, Personaltür. Zack. Dann kann hier schon mal wieder gebaut werden. So, der Hausmeister macht sauber. Das ist auch sehr schön. Warum ist da die Heizung kein warmes Wasser? Okay. Wir brauchen nur noch den Personalraum. Dann haben wir den Auftrag erfüllt. Und es gab einen Vorfall. Ein Häftling kann keine Zelle zugeteilt werden. Fenster und Tür eingerahmt. Das ist das Problem. Dann die Abreißen durch die Gefängnistür falsch gesetzt. Ist das etwa der... Nee, der ist doch da. Wände. Steht. Action. Das ist auch fertig. Ja, ein bisschen zu schnell wieder. Dann Versorgung. Brauchen wir gerade nicht, sondern... Genau. Da ist immer noch kein warmes Wasser. Das machen wir gleich. Räume. 4x4 hatten wir gesagt. Machen wir ein bisschen größer. Material. Betonwand. Dort, das hier erstmal unser Personalraum. Sieben mal vier, bisschen Abstellkammermäßig. Was muss rein? Sofa und Getränkeautomat. Schönes breites Sofa hier rein. So. Dann Getränkeautomat gibt es natürlich. Und dann noch ein schönes Radio, dass wir hier ein bisschen was hören können. Spielautomat. Und es regnet. Okay, cool. So, jetzt haben wir hier gerade wieder alles nicht erfüllt. Das ist wahrscheinlich, weil gerade ordentlich Action war und die ganzen Gefangenen reinkamen. Umschlossen von Wänden und von Türumrahmen. Ach genau, die Tür hatte ich jetzt abgerissen. Gefängnistür setzen wir jetzt hier wieder rein. Und hier ist immer noch kein warmes Wasser drin. Warum nicht? Weil der dann nicht verbunden ist. Dann hat hier das Rohr gefehlt. Noch, lassen Sie mindestens 5 Wachen ohne zugeteilte Aufgaben. Wir müssen uns auch ein bisschen ums Essen kümmern. Ich fürchte, da sind wir langsam so ein bisschen am Limit. Können wir schon welche in der Küche arbeiten lassen? Ich glaube, wir schenken denen erstmal einen weiteren Herd. Einen Herd hätte ich gerne. Dass die da noch ein bisschen besser kochen können. Und natürlich noch einen Kühlschrank für mehr Mahlzeiten. Und dann gerne auch schon eine weitere Spüle mit dazu. So, dann interessiert mich, wo geht das? Arbeiten.
Nein. Ich muss so das von wieder raus. Gefängniswertung? Nee. Rest, ein Schlüsselreizchen. Was ist denn das denn? Ach was. Das musste man sich früher freischalten. Okay. Hätte ich das mal ja gewusst. Alles, was wir schon mal gebaut haben, kann man sich hier ganz einfach nochmal wieder kopieren. Ist ja cool. Ah, da ist immer noch kein warmes Wasser. Ich glaub's nicht. Glaub's nicht. So, das hier ist jetzt kein Problem eigentlich. Den kriegen wir gut angeschlossen. Ah, genau. Einsatzlogistik. Okay, ich muss erst Logistik freischalten. Gut, haben wir das auch geklärt. Das sollte ja kein Problem sein. Ich würde gerne Gefängnisarbeit freischalten. Der ist auch noch unten. Was haben wir hier nicht? Da ist so eingesetzt. Ja, hat er eingesetzt. Und warum haben wir hier kein warmes Wasser? Weil der komplett nicht angeschlossen ist. Okay, Küche ist jetzt ein bisschen vergrößert. Sehr schön. Und dann können wir gerne noch, können wir uns auch gerade super leisten, noch einen weiteren Koch einstellen. Kommen mit dem Essen aber eigentlich auch gerade so hinterher. Okay. So, das können wir uns als nächstes angucken. Wir kriegen können auch noch einen zweiten Auftrag annehmen. Berichte. Zuschüsse. Gefängniswartung. Wartung, Reinigung, Gartenpflege, Vorweiter, Hausmeister. Das meiste haben wir schon gemacht. Ja, machen. Das meiste davon haben wir ja schon erfüllt. Zack. Wir brauchen noch einen zweiten Hausmeister. Den können wir uns gerade auch gut leisten. Das ist hier. Hier ist eine Schlägerei. Warum gibt es die Schlägerei? Warum ist kein Wachmann da? Wir müssen unbedingt noch erforschen. Sicherheit. Unbedingt Sicherheit. Dazu brauchen wir einen Sicherheitstypen. Dazu brauchen wir noch ein weiteres Büro. Das kommt dahin. Und davor brauchen wir dann noch weiter. Und dann können wir hier wieder Wände abreißen. Dumm, Wände abreißen. Und diese Steine der Runde ist ja echt allerliebst. Ein Todesfall. Ach du Scheiße. Aber warum sind denn da auch keine Wachen? Ja, jetzt kommt da mal einer. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir zu wenig Wachen? Das Büro hätte ich auch hier reinsetzen können. Jetzt ist es zu spät. Personal. Sicherheit kann ich gerade gar nicht einstellen. Wahrscheinlich, weil ich kein Büro habe. Eieieiei. Das fängt ja schon mal gut an. In dem Sinne, ja, ansonsten, wir haben gut ausgebaut, wir haben nur das Problem, dass hier irgendwie das nicht funktioniert.
dann reiße ich die Zelle ab. Schnauze voll. Dann machen wir da Einzelzellen draus, die wir scheinbar brauchen. Hier haben wir jetzt keine Wände drumherum. Auch interessant. Den ersten Todesfall mussten wir beklagen. Wir müssen unbedingt was im Bereich Sicherheit tun. Das kann so nicht weitergehen. Das macht keinen Sinn. Das macht so keinen Sinn. Dann brauchen wir hier noch eine Tür. So, und jetzt wollte ich die Folge eigentlich schon beendet haben. Mache ich in dem Fall auch. Ich hoffe, wir kommen dann im Bereich Sicherheit weiter. Achso, in dieser Folge machen wir auf jeden Fall noch den Sicherheitstypen. Wieso habe ich hier keinen Sicherheitstypen? Weil das Büro noch nicht fertig ist. Ach, das will ich jetzt noch hinterher. Den Sicherheitstypen möchte ich heute noch einstellen. Hat jetzt alles abgerissen? Ich habe alles abgerissen. Ja, so viel zum schnellen Bauen. Büro. Also kann ich diese Tür nicht abreißen. Jetzt haben wir gleich zwei Türen, ist auch schön. Ah, jetzt waren die Wände da hinten. Jetzt ist das wieder alles abgerissen. Okay. Schnelles Bauen ist noch nicht so meins. Ich werde das Büro jetzt im Offscreen-Modus einmal bauen. Das kriege ich anscheinend nicht so schnell hin. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.